In der US-amerikanischen Stadt Tulsa wird des gleichnamigen Massakers vor 100 Jahren gedacht. An der Zeremonie nimmt auch US-Präsident Joe Biden teil. Der Präsident hat den Kampf gegen den Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt. Das Blut findet keine Ruhe. Man kann das Blut nicht verdecken, indem man versucht, eine Touristenveranstaltung aus einer Tragödie zu machen. Man kann das Blut nicht verdecken und von Versöhnung sprechen, wenn es nie Versöhnung gab. Tulsa war eine von vielen Bluttaten. Am 31. Mai und 1. Juni 1921 hatten Mobs weißer Angreifer in Tulsa unzählige von Schwarzen betriebene Unternehmen zerstört. Hunderte Afroamerikaner wurden getötet, ebenso viele verletzt. Nach dem Pogrom wurden die Verantwortlichen lange nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Aufarbeitung begann erst Jahrzehnte später.